Wer war das mit den flackernden Lichtern? Hallo Leute, Freunde, tralala. Hi. Wie geht's euch? Och, ne, ja. Prima, dann können wir ja jetzt anfangen. Ah! Hast du schon alles erledigt? Stimmt, da fehlt noch was. Hallo. Okay, dann haben wir aber jetzt alles erledigt, oder? Danke dir, Digga. Intro mal wieder auf einem ganz anderen Schwachsinnslevel. Ach Leute, ich kann einfach momentan nicht ohne Herrn Newstime ein Intro zelebrieren. Ich brauch das, ja? Wie der Prinz sein Traubenzucker. Hab das letztens sogar zum Einschlafen angemacht. Hallo! Ja, und ich kann euch jetzt ehrlich sagen, Lenas Anzeige wegen Körperverletzung, die wird nicht durchgehen, ihr! Und damit herzlich willkommen zu Red Mist. Ja, ich dachte schon, oh geil, endlich mal ein Spiel über meine Haare. Aber nein, hier behandelt es sich wieder mal mein SpongeBob-Horror-Game, ja. Und ich weiß ja nicht, warum sich irgendwie immer gerade diese Serie dafür zu prädestinieren scheint, hier in regelmäßigen Abständen für eine spontane Hosenbenässung zu sorgen. Aber wir sind bereit zur Story. Am 7. Januar im Jahre 2000 wurde Thaddäus, wer war das, von seinen Freunden SpongeBob und Patrick tot in seinem Haus aufgefunden. Die Bikini Bottom Polizei begann mit den Ermittlungen, konnten jedoch keinen Beweis für einen möglichen Mord feststellen und gingen nun von einem Suizid aus, schon weil sich die Pistole noch in Thaddäus Hand befand. Ein paar Tage später wurde SpongeBob und Patrick als vermisst gemeldet, nachdem sie zuletzt gesehen wurden, wie sie mitten in der Nacht das Haus von Thaddäus betraten. Klasse Idee. Jungs, auf jeden Fall weitermachen. Als die Bikini Bottom Polizei die Ermittlungen wieder aufnahm, wurde ein geheimer Keller in Thaddäus Haus aufgefunden. Ew, du spielst jetzt einen der Polizeioffiziere von Bikini Bottom. Du musst den Keller betreten. Wirst du die Wahrheit ans Licht bringen? Nein, ich werde vermutlich sterben. Das weiß aber das Spiel noch nicht. Ihr aber schon. Wir sind uns also einig. Oh Mann. Ist das der geheime Keller hier, ja? Das sieht mir doch nach einem schwerwiegenden Fall von so einem 4 Milliarden Quadratmeter Schüssel die Dissel auf. Bis jetzt unentdeckt. Ist klar. Jedenfalls, bevor sich die FIFA hier für die nächste WM einbucht, würde ich sagen, machen wir mit den Ermittlungen weiter und bringen die Wahrheit ans Licht. Sammeln wir mal 7 von 7 Items. Ich schätze mal, das wird zumindest hier von uns verlangt, so wie es aussieht. Unten haben wir eine Ausdaueranzeige. Die füllt sich nicht wieder auf. Ich glaube, das stand da sogar gerade. Ich habe so im Augenwinkel ein bisschen gelesen. Alright, gut. Dann nehme ich das auf jeden Fall mal ernst, ja? Ich bin ja ein Experte auf vielen Gebieten. Ein Meister des Faches. Außer Mathe. Da streiten sich die Experten noch drüber, ob das als Fach anerkannt werden sollte. Aber ansonsten kenne ich mich schon aus, okay? Ich habe die Warnung verstanden. So, 7 Sachen suchen. Was denn? Dahinter ist was. Das ist doch ein Schalter oder sowas. Kann man das hier irgendwie wegschieben? Oh, ich kann springen. Moment. Es ist hier offen. Oh, ein Hauch von Tüll, ja. Mensch, good to see you. Ich meine, gameplay-technisch ist es bis jetzt eher ein Hauch von Müll, aber wir malen mal den Teufel nicht an die Wand. Ich glaube, das hat Thaddäus für uns schon erledigt. Was haben wir hier? Irgendwie ein Paddel oder sowas? Kann das nicht aufnehmen. Was ist das? Keine Ahnung. Gut. Wir müssen uns also ganz genau umschauen. Die Items scheinen versteckt zu sein. Ach so, das ist SpongeBobs Bein. Oh mein Gott. Regie, das schneiden wir bitte raus. Ja, das ist ja peinlich. Oh, was ist das, ein neues Item? Die Klarinette. Ah, das sind unterschiedliche Gegenstände aus SpongeBob. Verstehe. Okay. Das wird interessant. Oh, ich freue mich. Das hat halt immer so diesen Nostalgiefaktor, findet ihr nicht? Ich muss ehrlicherweise mal wieder ein paar alte SpongeBob-Folgen gucken, ey. Das nehme ich mir irgendwie immer vor nach solchen Spielen und nie ziehe ich es irgendwie durch. Ich krieg doch gleich Besuch. Komm, das sieht so aus. Der Pfannenwender. Steuer- und Backbordaufsetzer. Ich kenn das noch alles, Leute. Ihr macht mir nichts vor. Er war. Ich glaube, wir werden nie erfahren, was er war. Oh, er war weiterhin? Also irgendwas war er schon mal. Im Gegensatz zu mir. Ah! Guck mal, noch ein Paddel. Was war das? Ach so, er lag falsch. Oh nein, SpongeBob. Oh, wer macht mir jetzt so einen Krabbenburger? Ein Clubmitglied.
Mann, oh Gott, ich sollte die Stamina nicht verbrauchen. Das kommt mir teuer zu stehen. Aber das ist insofern gut gemacht, als dass die Gänge halt so lang sind, dass du irgendwie die ganze Zeit angehalten bist zu rennen. Ja, also, das ist irgendwie so ein Automatismus. Du drückst halt von dir aus schon auf Shift. Was ist das? Oh Gott. Was war das? SB 129. What the freak? What? SB 129. Was ist das? Ist das ein Code? SB 129. SpongeBob vielleicht? 129? I don't know. I don't get it. Was haben wir hier? Oh, seine Mütze aus der großen Krabbe. Oh nein. Jetzt weiß nie jemand, dass er Mitarbeiter des Monats war. Oh Gott. Ist schon ein bisschen spooky, ne? Obwohl noch gar nichts passiert ist. Ich glaube, das wird eher so ein lustiges Abenteuer. Oh Mann. Aber gleich geht's los. Komm, das muss ich alles entladen auf einmal. In meinem Gesicht. Mit 5000 Lautstärke, bitte. Oh Gott, da liegt was. Das ist Patrick. Also zumindest irgendeine Ecke von ihm, oder? Moment, ich komm schon, Brudi. Oh, nö. Ach, komm schon. Das sieht aus wie diese Haribo-Erdbeeren. Aus diesem komischen Schaumgummi-Zeug. Die sind so widerlich, Mann. Ich weiß, die Kommentarspalte ist jetzt voll mit, hey, die sind geil. Ja, eins ist mal geil. Aber nicht, wenn du dich von einer ganzen Tüte irgendwie erbrichst. Ja, ich weiß, macht auch keiner. Ich sollte das nicht erzählen. Ich bin ja verantwortungsbewusst. Oh, hier. Das sieht ein Ort aus, in dem mein Item versteckt sein könnte. Der Ull-Zuverlässige! Quallenfischchen, Quallenfischchen, Quallenfischchen. Die Box ist auch ganz aufgeregt, mich zu sehen. Ja, ja, ihr kriegt nicht oft Besuch. Ich merke das schon. So, rechts oder links? Ich gehe mal hier längs. Das sieht nicht vertrauenserweckend aus. Ich weiß nicht, ich gehe vielleicht dann doch erst hier lang. Keine Ahnung. Alright. Ah! Alter. Oh mein, meine Güte. Ich bezweifle, dass dieser Kopf gerade da drauf passt, aber stop. Ja, das hat ja gut funktioniert. Hey Patrick, wo hast du deine Dornenkrone gelassen? Oh, guck mal hier. Ein Brief. 7 von 7 Items. Ich muss doch jetzt hier noch raus, oder? Gibt's hier irgendeinen Bonus? Komm, ich möchte alles mitnehmen. Vielleicht irgendeine Knarre oder so. Und wenn es so eine Super-Soaker-Wasserpistole ist, mir egal. Irgendwas, womit ich mich wehren kann. Was mir zumindest ein wenig das Gefühl von Sicherheit bietet. Nein? Okay. Die Luft ist erfüllt von unsäglichem Brummen. Und den Widerhall meiner Schreie. Ich erwarte einen Jumpscare spätestens hinter der nächsten Ecke. Passt mal auf. Ich habe gleich nur noch die Hälfte Stamina, Alter. Ich bin so dumm. Ich habe meinen kleinen Finger einfach nicht unter der Kontrolle. Was sagt man dazu? Hier steht noch was. Truth is near, die Wahrheit ist nah. Möchte ich die wissen? Warum komme ich hier überhaupt alleine runter? Kann ich da Beschwerde bei meinem Chef einreichen? Das macht man doch nicht. Die entdecken so einen Geheimkeller, wo zwei Leute vermisst wurden und schicken da so ein einzelnes Toastbrot runter, Alter. Gut, groß gebräunt und gut aussehend. So war es doch, oder? Hallo? Ah! Oh, stop it. Ich hab's noch gesagt, hinter der nächsten Ecke. Meine Fresse nochmal. Zum dreckigen Blaubarsch. Oh Gott, wo ist die Ecke, von der ich sprach? Jetzt bin ich froh über meine Stamina. Hätte ich an dieser Stelle 100 gebraucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Nö, Mama, nein. Was? Ja? Oh, lebe ich noch? Hallo? Gehen wir jetzt Burger essen? Oh, nee, es gibt keinen mehr, der sie zubereitet. Mist. Alter, ich hab Bammel irgendwie. Bei diesen surrealen Sequenzen ist hier mit allem zu rechnen. Die Taschenlampe piept, halt der Maul. Halt der Maul! SCW-FC...
What? SB129. SCWFTDIZ9ZY. Was ist das? Das ist doch ein Code. Das muss ich doch irgendwo eingeben, oder? Okay. Nichts ist klar. Die Frage ist, ist das alles, was ich krieg, irgendwie als Ending? Gibt es nichts mehr zur Story? Hat irgendwie, weiß ich nicht, ein Polizeireporter danach? Ich meine, ich hab's ja offensichtlich irgendwie rausgeschafft, eigentlich, aber ich bin in so eine komische Zwischenwelt teleportiert worden. Ich hab irgendwie das Gefühl, da gibt's noch mehr dazu. Ich schau mir das mal an. War das gerade random? Oder hat sich hier gerade irgendwas aktiviert? Ich habe auf diesem Farbeimer oder dieser Dose rumgeklickt, weil ich das vorher nicht ausprobiert habe. Ist irgendwas passiert oder war das einfach irgendwie ein Soundeffekt, der zufällig in dieser Sekunde passiert ist? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal gar keine Items und versuche nochmal mit der Leiter zu entkommen. Ich frage mich, ob da was anderes passiert. Hier schon wieder. Das sind die Dosen. Aber auch nur manche. Hey, da gibt's noch was Drittes, was ich nicht weiß. Eventuell. Wow, das wird ja richtig interessant. Ich könnte jetzt hier rumgehen. Da wäre das letzte Item. Der gekreuzigte Patrick oder was von ihm übrig ist. Und hier, das ist es nämlich. Geht's dann gleich in Richtung Ending. Da kommt da diese Ecke und dann kommt da irgendwas auf uns zu, wo ich nicht weiß, was es ist. Das heißt, wenn wir das vorher machen können, bevor wir alles eingesammelt haben, könnte es sein, dass ich... ja, eine neue Sequenz irgendwie ergeben. Ach, oh Gott. Oha. Wer ist denn das eigentlich? Das ist doch Thaddäus, oder? Oh Gott. Ist das ein riesiger Kopf? Ich will es nicht rausfinden. Da ist die Leiter. Okay, lass uns das mal checken. Komm, gib mir was Gutes. Ja, tatsächlich. Escape Ending. Okay, du hast es geschafft, aus dem Keller zu entkommen. In der letzten Sekunde. Du hast die Polizeistation kontaktiert und ihnen erzählt, was du dort unten erlebt hast. Eine Special Police Force wurde in Thaddäus' Keller geschickt. Sie haben die ganze Zeit nach den Körpern von SpongeBob und Patrick gesucht, aber sie konnten nichts finden. Was? Alter, gib mir eine Knarre und ich gehe da selber nochmal runter, Alter. Die haben es halt echt nicht drauf. Was für Sondereinheit am Sack, Alter. Die letzten Flundern schickt er da runter. So, und jetzt will ich noch rausfinden, was mit diesen Dosen ist. Geht hier irgendwas? Aktiviert sich da dieser komische Radiosound? Diese Interferenztöne? Irgendwie scheinbar an diesen hier nicht. Ich versuche mal auf alle Dosen zu klicken und die zu aktivieren, die funktionieren. Keine Ahnung, was das mit irgendwas zu tun hat oder überhaupt für einen Sinn macht, aber wir werden es ausfinden. Vielleicht gibt es da dann noch ein anderes Ending. Das hier war das erste. Halt keine Ahnung, ob ich dafür die Items mitnehme. Ich sammle die mal ein. Ja, hier sind noch Dosen. Deswegen müssen wir auch hier hin. Kann ich diejenige finden, die vielleicht noch aktiviert werden muss? Oder was auch immer der damit macht? Ah, da war eine. Okay, alles klar. Hier hinten schätze ich mal nichts mehr. Aber alles leer. Gut, dann nehmen wir jetzt noch das letzte Item. Und dann gucken wir mal. Oh. Nee, das ist die gleiche Sequenz, oder? Nein, die ist anders! Mr. Krabs hat's getan. Oh mein Gott! Das ist ja amazing! Das ist die Zeitmaschine hier, glaube ich, oder? SB129, aber was hat das zu bedeuten? Zukunft! SB129-Ending. What? Du hast SB129 betreten und wurdest an den Tag von Thaddäus' Assassination, also ein Auftragsmord, zurückteleportiert. Das ist ein Sound im Hintergrund. Du hast Mr. Krabs auf frischer Tat ertappt, als er versucht hat, Thaddäus zu erschießen. Du hast ihn überwältigt und ihn gefangen genommen. Er wurde wegen Mord zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. To be continued? What the freak? Wie geil ist das denn? Okay, Leute, mehr fällt mir nicht ein. Außer... What? Oh, Death Ending. Ja, sehr gut. Nachdem du nicht aus dem Keller zurückkehrtest, hat die Bikini Bottom Polizei entschieden, die Special Forces darunter zu senden. Sie haben die Körper von SpongeBob, Patrick und dir in einem besorgniserregenden Zustand ausfindig machen können.
Die Investigation konnte darlegen, wie die Tote zustande kamen, aber niemand hat eine Ahnung, was dort wirklich passiert ist. Der Fall wurde ein paar Monate später geschlossen und die Tote bleiben bis heute ein Rätsel. Oh Mann, Alter. Okay, das war Red Mist. Alle vier Endings, glaube ich. Wie geil ist das bitte? Also halt für so ein kurzes, 10-minütiges Indie-Game da noch halt so ein bisschen Liebe zum Detail hinzustecken, so ein bisschen was Mysteriöses, ist auf jeden Fall interessant, auch wenn es jetzt natürlich gameplay-technisch irgendwie nichts zu bieten hatte. Aber ja, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Das hat mir trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Jeha! Danke dir.